Herzlich willkommen, ihr Blutsauger. Willkommen zu Stardew Valley. Dear Dalukat, how are things going? Eine meiner Mutter hat hier einen schönen Kuchen für mich gemacht und ihn per Post geschickt. Das ist natürlich schön. Den stelle ich aus. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Ein richtig toll gemachter Kuchen von der Mutter. So, ein neuer Tag bricht an. Wir fangen erstmal an, den Stuff zu gießen. So, das ist das, das und das und der eine hier. Das sind die vier. Oh, das sind Pumpkins. Leute, wir kriegen Pumps. Komm schon. Ja. Und jetzt gleich noch unten die Reihe. Wir schauen hier nochmal nach, ob da was fertig ist. Ja, ein paar Sachen sind fertig. Grapes. Und oben Pumps. Wir haben Pumpkins. Da müssen wir jetzt hoffen und wirklich hoffen, dass wir es schaffen, im Herbst 5 goldene Pumpkins zu kriegen. Da müssen wir eine ganze Menge noch machen. Hier kann man auch noch was ernten. Jams. Oh, die wachsen auch nicht nach. Heute ist Friday. Oh, da können wir sogar noch viel, viel umschauen. Wir müssen viel machen heute. Wirklich eine ganze Menge. Das ist jetzt alles gegossen. Wir haben Yam, das können wir einmal abgeben. Wir haben den Pumpkin. Pumpkin, Pumpkin, Pumpkin. Da brauchen wir den besseren Fertilizer. Wir brauchen mehr Pumpkins. Alles, was fertig ist, muss durch Pumpkin ersetzt werden. Ganz wichtig. Wir brauchen viel, viel mehr. Das muss gut werden. Kein Pumpkin kam in Frage dafür. Aber dafür war hier Pumpkin und Yam jeweils einmal. Wir packen 2 rein, wir packen 2 rein. Verkaufen kurz den Rest. Auch jetzt die Grape und das sowieso. Dann nehme ich jeweils einen mit. Das wollten wir noch abgeben. Und neue Pumpkins kaufen. Alles ersetzen mit Pumpkins und dem guten Fertilizer. Was ist dieser supergeile Quality? Da brauche ich nur einen Fisch. Deswegen gucke ich mal, ob der den vielleicht verkauft. So, gehen wir nochmal zu unseren Tierchen. Tore auf. Hallo. Hallo. Schade, 2-mal Milch wieder. Zu den Hühnern. 1, 2. Ihr habt sogar noch Essen, schön. 1, 2, 3. 4, alle da. Chickens. So, der Hund ist auch hier oben. Hi. Gras da, da. So, ihr bekommt auch noch Gras. Und zwar hier hinten hin. Perfekt. Da hat jetzt auch noch eine schöne Grasfläche. Und da gehen sie auch direkt hin. Das ist so cool. So. Das und das ist fertig. Jetzt gehen wir erstmal nach unten. Zu Rasmodin. Den Pok Choi abgeben. Und dann holen wir unsere Picke. Dann geben wir bei den Wichteln noch was ab. Abigail hat morgen Geburtstag. Ich müsste da vielleicht noch irgendwie mit den Amethysten ankommen oder irgendwas richtig krasses. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro gekommen. So, was hast du erstmal wieder für uns? Wir haben ein Large Egg. Oh, guck mal, der könnte sogar auch Large Milk verkaufen. Der hat diesmal nichts. An. Was ist das? Plants, Leaves, Fleshy. Okay. Artichoke, Nautilus Shell. Schade, er verkauft auf jeden Fall halt auch diesen Stuff. Aber er verkauft einfach random. Verkauft einfach mega random den Stuff. Aber es wäre halt auch möglich, ein Duck Egg oder so bestimmt von ihm zu kriegen. So, gehen wir einmal hier rein. Rasmodin, du olle Socke. Ich habe einen Pocking Joy. So, den Pokchoy haben wir ihm gegeben. Der gibt uns 240 Gold. Und da wollen wir wieder ab. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Das ist ja kriminell. So, jetzt die Frage. Was ist der schnellere Weg? Vielleicht trigger ich hier unten noch ein Event, wenn ich hier nach rechts gehe. Jetzt wieder bis nach oben zum Busstop laufen. Wäre jetzt auch wieder eine ganze Menge. An die Stones.
So, mit der müssen wir uns auch noch gut stellen. Da brauchen wir noch den Stuff. Da unten ist dieses Halloween-Häuschen. Da hat auch nur eine Person den Schlüssel für. Da ist auch noch irgendwas Cooles drin. Er hat ein Skateboard. Das habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Sam is trying to do a kickflip. What are you digging in the trash? Geht dich gar nichts an. Das sieht er natürlich, aber mit mir reden will er nicht. So, einmal kurz in den Laden, ne, beziehungsweise zum Blacksmith. Wir haben unsere Copperpickel, müssen wir auf jeden Fall noch upgraden auf Silber. Ist ja erstmal nur das Günstigste. Was kann man eigentlich hier kaufen? Standardkram. Okay, wir haben Copper. Also wir können ein bisschen was Besseres jetzt kaputt machen. An sich immer noch Mist. Ist immer noch Quatsch. Ich glaube, ich habe bestimmt sogar noch Pumpkin Seeds. Aber wie gesagt, die Pumpkins, wir brauchen 5 goldene. Also kostet es, was es wolle. Es ist das Wichtigste, 5 goldene Pumpkins zu kriegen. Selbst wenn ich die später noch irgendwie anders gießen muss oder so. Ich brauche 5 golden Pumpkins. So, deswegen. Abigail, hi Abigail. We're all going to hang out in the saloon this evening. Okay. Tradition, klar. Pumpkin. So, ach ja, verkaufst du den guten? Basic, basic, basic. Nein, nein, nein. Er verkauft nichts. Pumpkin. Wir brauchen Pumpkin Seeds. Wir brauchen Golden Pumpkins. 40 Stück. Das reicht. Wenn wenigstens schon einer dabei gewesen wäre. Community Center, wir geben wieder was ab. Hier glaube ich nicht. Nein. Aber da hatten wir gesehen, was wir brauchen. Oh ja, stimmt. Wenn ich gleich noch oben in die Höhle gehe, kann ich das auch noch nachgucken. Wunderbar. Hier können wir es abgeben. Und zwar den Jam und den Pumpkin. Und dafür gibt es ein Bee-House. Oh, da haben wir jetzt schon ein zweites bekommen. Schön. Ist sogar ganz geil. Das können wir immer noch schaffen mit dem Händler, mit Glück. Das hier vielleicht auch. Ja, und das ist unser großes Ziel. Das ist das Problem. So, jetzt gehen wir eh weiter nach oben. Scheiße, die Zeit wird knapp. Aber wir gucken mal bei Robin rein. Ich möchte ein Farmbuilding bauen. Und zwar wäre es das Stable. 100 Hardwood, 5 Eisenbahn, eigentlich super günstig. Horse included, wunderbar. Ja, und ansonsten. Wer Raise up to 20 Slimes für Water through and Slimes will create Slime Balls. Stein, Refine und da Iridium wäre das Problem. Den Big Coop zum Ausbauen, den Stuff. Ja, aber das hier, das geht eigentlich klar. Super billig eigentlich, der Pferdestall. Wir wollen aber hier rein. Denn wir müssen für Abigail noch Amethysten finden. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht nach einer guten Ebene aus. So, hier mit der neuen Picke geht das alles schon viel schöner. Und da ist der Amethyst. Wunderbar. Lucky heute. So, ich hack jetzt hier noch ein bisschen rum. Waldsteine brauchen wir eh wieder. So, eine Geode. Okay, mit den Leitern haben wir aber nicht so zwei Geoden, schön. So, da müsste Stein rauskommen aus dem. Zack, zack. Nice. Schön diese großen Dinger hier kaputt kloppen. Jetzt wird erstmal Standardkram gefarmt. War ja klar, dass er jetzt da wieder ankommt. So.
Ja, das läuft eigentlich ganz gut. 20 Steine jetzt schon. 100 waren es nur. Wir haben noch viele Geoden, aber abgeben kann ich die heute nicht mehr. Ich müsste die Picke sogar nochmal upgraden auf Silber. Also das muss sogar noch gemacht werden. Ich kann hier schön weiter rumhacken, das ist ganz gut. Auf der Farm hätte ich auch noch Steine. Die werde ich auch noch wegmachen, bevor ich die weggebe hier. So, denke, das ist ganz gut. Ein bisschen hebe ich mir noch auf, um es halt, wie gesagt, abzugeben. Um die Steine noch wegzumachen unten auf der Farm, weil die geben einfach mehr. Das einfach macht mehr Sinn. So, unser zweites Beehouse. Das packen wir auch noch schön hier neben die Pflänzchen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen ackern. So, verkauft werden soll das Quality Quartz. Sieht nicht gut aus. Das hier. Den verkaufe ich jetzt auch einmal, weil jetzt nur einer. Ist jetzt Quatsch. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Abgeben, abgeben. Stein ist hier auch drin, Holz ist hier drin. Das wollte ich essen. Das wird abgegeben, das wird abgegeben. Das kriegt Abigail. Du kommst da rein. Und dich könnte ich sogar noch verkaufen. Du wirst noch gepflanzt. So, dafür brauchen wir auch wieder den Fertilizer. Ich kann den Quality Fertilizer nicht machen. Basic Fertilizer. 50 Stück. Jetzt wo Platz ist. Jetzt habe ich die hier schon reingetan. Shit. Hier liegt also schon einer. Ja, da liegt schon was. Das ist aber, glaube ich, Speed Growth. So, hier ist, da ist. Ihr seid. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier alles anpflanze. Gut, dass das nicht kaputt geht. Habe ich jetzt gerade gesehen. Wir brauchen die. Wir brauchen die. Selbst wenn ich hier jetzt am Tag länger gießen muss. Wir brauchen diese Dinger. Schon wieder so spät. Was ist denn da? Dieser Baum versperrt mir schon wieder die Sicht. Wieder ein bisschen provisorischer gearbeitet. Wäre natürlich wieder mit Sprenglern alles viel einfacher. Aber wir wollen ja auch ein bisschen unterhalten. Hoffe ich, dass ihr das wollt. So. Die 6 hebe ich mir jetzt noch kurz auf. Das ist erstmal eine Reihe. Jetzt gehen wir nochmal hier hin, hier hin, hier hin. Zack, zack. Wir werfen wieder weg. Du wirst verkauft. Du wirst verkauft. Gehen wir an die Kiste. Das, das, das. Und an die Kiste das. Zu den Tieren. Ich habe die heute nicht rausgelassen. Habe ich sie heute nicht rausgelassen, Hund? Geht's euch gut? Okay. War nicht schön, Leute. War nicht schön. So. Aber dann sag alles zu. Wild Plum. Vielen Dank. Super wichtig.
So, morgen hat Abigail Geburtstag. Und nicht nur das. Morgen gehen wir dann auch wieder die... Ah, das machen wir jetzt noch schön hier. Das machen wir noch. Zick. Können wir wieder zwei schön brennen. 7 haben wir. Wunderbar. Läuft. Wir brauchen mehr Mayonnaise-Häuschen. Maschinen. Leute, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend gehabt. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn es weitergeht mit Stardew Valley. Habt einen schönen Abend. Bis dahin und ciao.